Schön, dass ihr alle da seid, dass ich in eure erwartungsvollen Gesichter gucken kann. Und für die nächsten 3 Stunden soll das auch so bleiben. Die Welt, in der wir leben, das ist schon eine Auswahl. Das ist nämlich unser Horizont. Wir, du und ich. Ich, der gerade aus Portugal komme, aus dem Urlaub. Und du, der du in deiner Welt lebst, ich als Mann. Andere als Männer, Frauen, unsere Kinder, die Welt, in der wir leben, sie ein Stückchen verstehen und ein Stückchen deuten und eine Beziehung dazu haben. Warum ist das so wichtig, dass wir darüber reden? Weil die Kommunikationswissenschaftler uns ja sagen, dass wir nicht kommunizieren können. Also Leben heißt Kommunikation, Botschaften weitergeben. Ich bin die Botschaft, das Medium ist die Botschaft. Ich habe nicht bloß etwas zu sagen, sondern ich bin das Wort. Und dann sagt dieser Kommunikationswissenschaftler auch weiter, dass in jeder Kommunikation wir 2 Teile haben. Wir reden über etwas, wir geben also eine Information weiter, wie ich jetzt über die Welt rede, wäre mein Thema. Wir reden über unsere Kinder, wir reden über Gott, wir reden über Jesus, wir reden. Wir haben ein Thema, eine Information, die wir weitergeben. Aber wer gleichzeitig, sagt er, da haben wir auch eine Beziehung. In jeder Kommunikation, in jeder Art von Reden machen wir beides. Ich rede zu euch und habe gleichzeitig eine Einstellung zu euch. Ich denke von euch, entweder ihr seid doof und das wird sich widerspiegeln. Das werdet ihr spüren. Ich will es zwar verstecken, ich will es nicht weitergeben. Ich bemühe mich, heiter zu sein. Ich bemühe mich, ein positives Bild von euch zu haben. Und dennoch, wenn ich es nicht habe, spürt ihr etwas in meinen Worten. Da sagte ein Jugendlicher einmal, in Bezug auf einen alten Prediger, bei dem ich war, da war die Zeit damals, als die ersten Miniröcke aufkamen. Ach, wie schrecklich. Der Prediger wollte am liebsten den Frauen Decken über die Knie legen. Und da sagte ein Jugendlicher, wenn dieser Mann das Wort Liebe in den Mund nimmt, dann klingt das in meinen Ohren immer wie Donnergroll. Er spricht von Liebe, aber der Jugendliche glaubt es ihm nicht. Es klingt wie Donnergroll. Warum? Weil die Beziehung ist das Schlimmste und eigentlich das Wichtigste, weil die Beziehung den Inhalt interpretiert. Das heißt, die Beziehung ist wichtiger als die Information. Wenn wir also über Gott reden, dann ist unsere Beziehung zu Gott wichtiger als die Information, die ich darüber gebe. Und wenn wir über die Welt reden, dann ist meine Einstellung zur Welt, in der ich lebe, ganz entscheidend für die Botschaft, die bei dem Empfänger ankommt. Entweder düster, bedrohlich, manipulativ oder fröhlich, mutmachend. Das hängt von der Einstellung ab, die ich selber dazu habe. Und deswegen ist es heute Abend so wichtig, dass wir uns über unsere Einstellungen ein Stückchen bewusst werden. Denn häufig sind unsere Einstellungen ja unbewusst. Wir nehmen sie so mit und dann reden wir. Und auf dieser Welle des Redens überlagert sich die Einstellung. Und manchmal benutzen wir Worte, verneinende Worte. Häufig das Wort Nein oder Nicht oder Schwierig oder Problem. Und es zeigt sich dann im Gefühlsleben des Empfängers, dass es ein Problem wird und ich ein problembeladener Mensch bin. Wenn wir über unsere Welt reden und wir reden zu unseren Kindern über die Welt, dann haben wir vielleicht ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits ist die Welt ja so toll. Ich komme aus Portugal, aus der Agave, meine Enkelkinder sind da, die gehen da zur Schule, die leben ganz fröhlich, eine schöne Welt. Und dann erleben wir die Welt der Flüchtlinge aus den Medien. Wir erleben die Welt in der Bedrohung. Und wenn ich jetzt mal fragen würde, euch fragen würde,
Wer von euch glaubt, dass die Welt in den letzten 20 Jahren, deine Welt, sicherer geworden ist? Wer würde sagen, sie ist sicherer geworden? Darf ich das mal sehen? Wer würde sagen, meine Welt ist in den letzten 20 Jahren sicherer geworden? Und wer würde sagen, sie ist bedrohlicher geworden? Ist sie wirklich bedrohlicher geworden? Erstaunlich, die Statistik sagt was ganz anderes. Die Statistik sagt, dass sie viel sicherer geworden ist in den letzten 20 Jahren. Die Verkehrstoten in Deutschland vor 20 Jahren 20.000, allein in Westdeutschland. Heute 4.000 in ganz Deutschland. Der Verkehr ist so viel sicherer geworden. Unser Leben von der Bedrohung der Krankheit ist so viel sicherer geworden. Wir haben so viel Apparatemedizin, so viel an Dingen, wo man vor 20 Jahren noch keine Hilfe hätte. Meine Eltern haben zwei Kriege erlebt. Ich bin jetzt 70 Jahre alt, 71, aber noch keinen erlebt. Ich lebe seit 70 Jahren im Frieden. Das haben meine Eltern nie erlebt. Meine Welt, ja, ist schön. Sie ist so sicher. Und sie ist gleichzeitig auch bedrohlich, natürlich. Und warum wir das Gefühl der Bedrohung so stark haben, ist ein Phänomen. Das hat man immer. Immer fühlten sich die Leute bedroht in der Welt, in der sie lebten. Aber vielleicht fühlen wir uns deshalb so bedroht, weil wir so von den Medien überfrachtet, alle Probleme der Welt im Smartphone, Breaking News, sofort haben. Sofort. Und alles um uns dreht sich um Breaking News, um wieder neue Probleme, die auf der Welt irgendwo auftauchen. Die Einstellung der Medien auch zu uns und zu der Welt zeigt sich auch bei uns. Wir fühlen uns bedroht und sind viel sicherer als früher. Wolltet ihr im Mittelalter leben? Vor 100 Jahren? Und trotzdem fühlen wir uns bedroht. Unsere Einstellung, nicht wahr? Und weil die Einstellung so da ist, müssen wir darüber nachdenken. Und ich möchte heute zwei biblische Beispiele nennen, so als Paradigma für die Einstellung, die man haben kann. Und dann hinterher einige Bibeltexte noch lesen und dann so abschließen mit dem Gedanken, wieder zurückkehrend, ja, wie halte ich es denn jetzt wirklich mit der Welt, in der ich lebe und was gebe ich weiter? Die erste Geschichte lese ich im Buch Jona. Ich überschreibe sie Jona der Distanzierte. Jona der Distanzierte. Fängt an so, dies ist das, was, Moment, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohne Amitais. Ich finde diese Beschreibung so schön. Das Wort des Herrn geschah. So sprechen wir nicht. Aber manchmal geschieht auch bei uns ein Wort. In der Familie, wenn das Wort der Mutter geschieht zum Kind oder zum Vater, dann erreicht dieses Wort das Kind ganzheitlich. Das ist also nicht bloß ein dahergesprochenes Wort, sondern da passiert etwas. Und wenn da steht, dass das Wort des Herrn geschah zu Jona, dann hat ihn das nicht bloß intellektuell erreicht, sondern es hat ihn innerlich gepackt. Und da hörte er, geh auf, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ende der Welt, Apokalypse, die Welt ist böse. Und du geh dahin. Was hat Jona mit Ninive am Hut? Ninive ist die Hauptstadt der Welt. Ninive ist New York, Paris, London, München, Berlin, alles zusammengenommen. Ninive, da ist die Kunst, da ist die Kultur, da ist die Universität, da sind die Philosophen, da ist die Prostitution, da ist die Gewalt auf den Straßen, da ist alles. Ninive, das ist die Welt. Und der kleine Jona aus der kleinen Gemeinde der Juden, Israel,
der soll da in diese große Welt, aus einer Provinzgemeinde hinein nach New York, nach Paris, in diese verderbte Welt. Was macht er? Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Jona sagt, nee, kann ich nicht, will ich nicht, die Welt ist zu schlecht. Was hab ich mit dieser Welt am Hut? Ich komme aus Israel. Wir sind Gottes Volk. Eines Tages werden alle Gottlosen sowieso umgebracht. Je besser, je eher, desto besser. Ich gehe nicht. Er geht also nicht. Und er flieht. Aber der liebe Gott ist ja überall, er hat die Welt gemacht und er kennt sie. Und er trifft den Jona auf dem Schiff. Er wird ins Wasser geworfen. Irgendein Urvieh verschluckt ihn, speit ihn dann ans Land. Jona hat gestunken wahrscheinlich, hat sich gewaschen, alles gut. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf. Na wunderbar. Da geht er also in die Welt und predigt und geht nach Ninive. Und er predigt. Er hat eine klare Botschaft und er spricht nicht viel. Aber er spricht, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Eine letzte Warnungsbotschaft? Nein, es ist keine Warnungsbotschaft. Es ist eine endgültige Gerichtsbotschaft. 40 Tage. Die Messer sind schon gewetzt, es geht euch in den Kragen. Ihr habt keine Chance. Ich sag's euch. 40 Tage. Dann seid ihr am Ende. Ich verkündige euch hiermit das Ende der Welt. 40 Tage. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Was für ein Bericht. Die glauben an Gott. Die kennen sie gar nicht. Er hat nichts von Gott geredet. Es sind 40 Tage. Weltende. Da glaubten die Leute an Gott, ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Dieser Sack ist nicht so ein modernes Sackkleid, sondern das ist ein Ziegengewand. Ein Ziegensack, kratzt furchtbar. Den ziehen sie an. Als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte sich in den Sack, setzte sich in die Asche, der König, in die Asche, ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh. Das muss komisch ausgesehen haben. Für die Ziegen und die Schafe in so komische Säcke gesteckt wurden, geblökt, geschrien vor Hunger und vor Durst, Gebete der Tiere an Gott. Und zu Gott rufen mit Macht. Und er jeder bekehre sich von seinem bösen Weg. Und vom Frevel seiner Hände. Und wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen oder wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Diese böse, furchtbare Welt. Plötzlich knickt sie ein. Plötzlich kommt da so eine, wie nennen wir das? Erweckung. In dieser bösen Welt ein Ahnen von ihren bösen Taten. Ein Ahnen von Gott und ein Bitten, ein Flehen, vielleicht haben wir noch eine Chance. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg, reute ihn das Übel, das sie ihm angekündigt hatte, und er tat es nicht. Die Geschichte könnte jetzt zu Ende sein.
Happy End. Aber sie hat leider kein Happy End. Denn da ist noch ein Mann. Der Gute, der Fromme. Der fromme Adventist Jona, der eine klare Weltsicht hat. Und das heißt dann auf gut Deutsch, da wurde Jona sauer. Und er war sehr zornig. Und er betete zum Herrn. Und jetzt hört euch mal dieses Gebet an. Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Amen. Was für ein Gebet. Er sagt, ich kenne dich doch, kaum hüpft einer im Sack rum, kaum heult einer eine Träne, kaum ruft einer, ich mag's nicht mehr wieder, vergib mir, da lässt du dich schon drauf ein. Ja. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Du gibst mir eine klare Botschaft, 40 Tage, dann geht die Welt unter, ich sag's und jetzt stehe ich da. Jetzt stehe ich dumm da. Du hast mich im Stich gelassen. Ich bin klar und du bist Wischimaschi. Lieber Gott, ich wusste das schon. Ich wusste, dass du gnädig, großmütig, barmherzig bist. Auf dich kann man sich nicht verlassen. Und dann sagt er, ich möchte lieber tot sein. Lass mich sterben. Aber der Herr sprach, meinst du das damit recht zu uns? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder, machte sich eine Hütte, darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Das ist so typisch. Man gibt eine Botschaft und dann guckt man, was passiert denn jetzt. Ich habe eine Evangelisation und dann habe ich eine Botschaft und dann gucke ich, was passiert denn jetzt. Und Gott der Herr ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr. Man kann sich auch über kleine Dinge sehr freuen. Dieser Prophet. Ach, der schöne Schatten, tut mir gut, mein Kopf. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach mit Recht. Ich zürne mit Recht. Bis an den Tod. Was mit Ninive passiert, das geht ihm irgendwo vorbei. Das interessiert ihm einen feuchten Staub. Es geht ihm um sein Kopfweh, um seinen Schatten, um sich selbst, um seine Stellung. Was werden die Leute von mir denken, wenn da nichts passiert? Ich arme. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward, einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive? Eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, und auch die vielen Tiere, ist das einzige Buch, das mit einem Fragezeichen endet in der Bibel. Gott stellt die Frage an Jona. Wie hältst du es mit Ninive? Eine so große Stadt. Da ist so viel Übel. Da ist so viel Licht, so viel Schatten. 120.000 Menschen, die nicht wissen, was rechts und links ist.
Und mich sollten die nicht jammern? Ich sollte kein Mitleid mit ihnen haben? Wie hältst du es mit der Welt? Jona, der ist kaltherzig. Er hat einen Auftrag und er spult ihn ab. Und es geht ihm nicht um die Menschen. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich eine Evangelisation halte, geht es mir wirklich um die Menschen? Oder geht es mir darum, dass in meiner Gemeinde wieder 3 Stühle mehr besetzt sind? Geht es mir wirklich um die anderen? Oder geht es mir um meine Kirche? Das ist das eine Paradigma. So kann man über die Welt denken. So kann man sich verhalten. So kalt, so gesetzlich, so rechthaberisch, so distanziert als Mann Gottes, als Gemeinde. Es gibt eine zweite Geschichte. Die lese ich im ersten Buch Mose in Kapitel 18. Wieder geht es um eine böse Welt, sprichwörtlich böse, um Sodom und Gomorra. 1. Mose 18. Und der Herr erschien ihm, dem Abraham, im Hain Mamre. Abraham ist umhergezogen und hat sein Zelt aufgebaut im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Es ist ungewöhnlich, dass da Menschen kommen, als es so heiß ist. Als er seine Augen aufhob und sah sie, da standen 3 Männer vor ihm. Als er sie sah, lief er ihnen entgegen vor der Tür seines Zeltes, neigte sich zur Erde und bittet sie herein. Und dann sagt er seiner Frau, machen wir einen Kuchen und dann noch das schöne Lamm schlachten und dann wollen wir noch essen. Und das war jetzt kein Fastfood, das ging nicht so ganz schnell. Das hat ja gedauert, das hat gedauert und gedauert. Und sie hat palavert und gesprochen und er bekommt dann auch den Segen. Guck an die Sterne. Ja, am Tag sieht man ja nicht so viel. Aber guck auf die Erde, den Sand. So zahlreich wie die Sandkörner, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ich will segnen, die dich segnen, fluchen, die dich verfluchen. In deinem Namen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Aus dir wird ein großes Volk werden. Ja, schön. Und dann bekommt er noch die Nachricht, dass er noch einen Sohn bekommen wird. Und seine Frau, die sagt, naja, red du mal. Ich bin schon über die Zeit. Meine biologische Uhr ist schon abgelaufen. Aber dennoch. Und dann machen sie sich auf, es wird Abend, es wird kühler und sie machen sich auf und wollen sich verabschieden. Und dann sagt einer, und ich muss jetzt noch nach Sodom. Ich muss sehen, ob das wirklich so ist, wie die Stimmen in den Himmel gekommen sind, ob ihre Bosheit wirklich so groß sind. Und jetzt fängt die Geschichte an. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch so ein großes und mächtiges Volk werden soll. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind, darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Bei Jona hieß es, und Jona floh. Jona macht sich auf und sagt, weg, da kann ich nicht. Und hier heißt es, und Abraham blieb stehen. Er blieb stehen vor dem Herrn, trat zu ihm und sprach. Und wenn man zum Herrn spricht, ist es wie ein Gebet. Und er betet auch. Aber es ist ein ganz anderes. Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben? Um 50 Gerechte willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit den Gottlosen, so der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht
richten. Gerecht heißt für Abraham, dass dem ganzen Ort vergeben wird, nur weil da 50 anständige Leute wohnen. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Und an diese Gerechtigkeit appelliert Abraham. Und der Herr sprach für die 50 Gerechte, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort vergeben. Und ihr wisst ja, wie die Geschichte weitergeht. Wie auf dem türkischen Basar. Jetzt handelt Abraham das runter. 50, 40, 30, 20. Vergib mir, dass ich nur einmal ringe. Es könnten vielleicht 10 drin sein. 10. Dazu gehören sein Lot, seine Familie. 10. In der ganzen 10 Gerechte. Und da soll er der ganzen Stadt vergeben? Diesen Sodomiten? Da frage ich mich, was Abraham? Abraham, hör mal zu, was hast du mit Sodom am Hut? Hast du da ein paar Pferdchen laufen? Hast du da eine Bank oder was? Ja, machst du da Geschäfte mit Sodom und Gomorra? Wieso interessiert dich Sodom und Gomorra? Das sind doch eh die Gottlosen. Je eher die weg sind, desto schneller kriegst du das Land. Also, da muss was im Busche sein, Abraham. Erzähl mal. Ja, und Abraham hat nichts im Busch. Nicht? Also Lot. Aber vorher schon hat er ja mal die Könige von Sodom und Gomorra gerettet. Er, der friedliche Abraham. Da wurden die überfallen, wurden gefangen, weggeführt. Er hatte schnell eine Entente gegründet mit anderen Stammesfürsten, ist denen nachgejagt, hat denen alles abgenommen, hat den König von Sodom befreit. Abraham, was geht dich das an? Ja, aber Lot, er hat damit nichts zu tun. Er befreit den König von Sodom, der König von Sodom sagt, Abraham, was willst du haben? Abraham sagt, ja, danke, Lot, ich will nichts. Ich brauche nichts, ich will nichts. Er befreit diesen gottlosen König. Und hier bittet er Gott um Sodom und Gomorra. Seltsam. So eine Einstellung. Abraham, der Engagierte. Jona, der Distanzierte. Die Geschichte geht ja trotzdem schief. Auch mit Lot geht sie schief. Abraham, er kämpft um dieses Sodom und Gomorra. Für mich sind das so zwei Paradigmen, zwei grundlegende Einstellungen von frommen Menschen, die Gott kennen, die in der Welt leben, die in der Welt auch das Dunkle sehen, die Bedrückung, die Bedrohung, die aber dennoch eine Einstellung zur Welt haben, die so grundlegend verschieden ist. Abraham, der Freund Gottes. Das bringt mich zu der Frage, welche Einstellung ich habe. Ich lese heute noch einige Verse, und zwar der Apostel Paulus, der drückt das auch einmal aus. Und er drückt das so deutlich aus im 2. Korinther Kapitel 5, dass er mir das ins Herz spricht. Er sagt, er ist jemand in Christus, in Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus, ist er neu, ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, die alte Einstellung, die alten Denkweisen. Neues ist geworden, man ist ein Kind Gottes geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat. Ja, das ist doch nicht problematisch. Uns, die Frommen, hat er mit sich selber versöhnt. Okay. Durch Jesus Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Was für eine Aussage.
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Rechnete ihnen ihren Sünden nicht zu, hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Paulus sagt mir also, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Gott hat sich nie mit dem Bösen versöhnt. Dass er sagt, kann man halt nichts machen. So steht das nicht da. Da steht nicht, Gott hat sich mit der Welt versöhnt. Da steht, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Er hat was mit der Welt gemacht. Er hat in der Welt aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Wo ist es aufgerichtet? Auf dem Berge. Auf dem Berge, nicht auf dem Berge Karmel. Nicht auf dem Berge Sinai, sondern auf dem Berge Golgatha. Da ist das Wort von der Versöhnung aufgerichtet, wo Jesus spricht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind die gleichen wie Ninive. Sie wissen nicht, was sie tun. Und die letzten Worte, die Jesus spricht, sind, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sagt Paulus, die Welt, unsere Welt ist mit Gott durch Christus versöhnt. Wenn die Welt mit Gott versöhnt ist, wie kann ich dann unversöhnt die Welt betrachten, sie als Feind betrachten? Das ist so wie 1973, ihr kennt vielleicht die Geschichte, 1973 kam der letzte japanische Soldat aus dem Dschungel gekrochen. 73. Der Krieg war 45 zu Ende. Der hatte fast 20 Jahre verpasst seines Lebens. Der hat geglaubt, es ist immer noch Krieg. Hat sich versteckt. Von 45 bis 73. Wahnsinn. Der hat das nicht mitgekriegt. Wie viele Menschen kriegen nicht mit heutzutage, dass Gott die Welt versöhnt hat? Spielt immer noch Krieg. Religiösen Krieg. Und manchmal glauben Christen, wir müssten an der Welt was tun. Wir müssten sie retten. Gott hat sie versöhnt. Wenn sie es nur glauben können. Und dann sagt Apostel Paulus, wir haben ein klares Amt. Wir haben ein Amt, das die Versöhnung predigt. Wir haben nicht das Amt des Jona, sondern das Amt, das die Versöhnung predigt. Das ist unser Amt. Lass mich noch einen letzten Bibeltext lesen aus dem Philipperbrief. Wie hältst du es mit der Welt? Da sagt der Apostel Paulus, und er schreibt aus dem Gefängnis, das war kein lustiges Gefängnis damals, da schreibt er an die Christen in Philippi, die in der Welt leben, freut euch in dem Herrn, alle Zeit. Und ich sage es nochmal, freut euch. Da steht nicht, freut euch über Gott und singt Loblieder über ihn. Freut euch nicht an der Größe Gottes, sondern freut euch in Gott. Was meint das denn? Freut euch in Gott. Das meint nichts anderes als, freut euch, dass ihr zu Gott gehört, was immer passiert mit euch und mit der Welt. Vergesst das nicht. Und dann sagt er, hört euch das an. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Oh, bei Jonah klang das ganz anders, nicht wahr? 40 Tage. Keine Chance. Weltende. Letzte Warnungsbotschaft. Schluss. Fertig. Und dann entziehe ich mich und gehe wieder in mein heiles Gärtlein und warte, dass das Weltende kommt. Paulus sagt, eure Güte, nicht eure Angst, euren Zorn, eure Verzweiflung. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah.
ich, wenn der Herr nahe wäre und der Morgen käme und ich wüsste es heute, was würde ich denn heute noch alles tun? Ich würde noch schnell ein Buch zurückgeben, das mir nicht gehört. Nochmal mein Gewissen durchforsten, habe ich mein Seelengärtlein noch einmal jäten von allem Unkraut. Noch alles zurecht machen, noch Bibel lesen, noch beten. Vielleicht mich noch mal versöhnen mit irgendjemandem. Morgen kommt der Herr. Ich würde doch nur an mich denken, oder? Nur an mich. Denn ich muss bereit sein, ich muss bereit sein. Paulus sagt, der Herr ist nahe. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Das klingt ganz anders. Das klingt ganz weg von sich. Das klingt ganz auf den anderen. Warum ist das so? Weil nur durch die Güte Gottes sich ein Mensch überhaupt bekehrt. Die letzte Botschaft von uns an die Welt ist die Botschaft der Versöhnung und der Güte Gottes. Weißt du nicht, der Mensch, sagt Paulus im Römerbrief, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Hat sich noch nie ein Mensch durch Strafe oder Drogen bekehrt? Noch nie, sagt er ihm heute. Noch nie. Drogen funktioniert immer nur kurzfristig, aber ändert das Herz nicht. Eure Güte lasst gut sein einem Menschen. Sorgt euch um nichts. In allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der wird eure Herzen und Sinne bewahren. Friede. Friede Gottes wünsche ich mir in dieser Welt. Ich möchte versöhnt leben in dieser Welt. Versöhnt mit meiner Welt. Nicht doppelbödig. Das Geld nehmen von der Welt, die Dollars und die Euros, den Urlaub genießen in der Welt, die Autos fahren von der Welt, das Bankgewerbe in der Welt und sie gleichzeitig verfluchen? Das geht nicht. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil diese bucklige alte Welt immer noch Gottes Welt ist. Und sie geht nicht zum Teufel. Denn am Ziel der Welt steht Gott mit ausgebreiteten Armen. Kommt her zu mir alle. Die Welt geht nicht zum Teufel. Und wenn Gott die Welt liebt, wie dürfte ich sie hassen? Ja, Einstellungen. Nicht wahr? Einstellungen. Die Einstellung ist das Wichtigste in unserer Verkündigung. Das Wichtigste in meiner Erziehung, das Wichtigste in meiner Kinder-Sabbatschul-Geschichten. Meine Einstellung, die ich mitbringe. Und manche von uns sind geprägt, manche von uns haben eine negative Prägung. Und es ist gar nicht so leicht, sie zu verändern. Ich hatte auch das dunkles Gottesbild und ein Menschenbild früher. Und dann habe ich gelesen, dass jeder Mensch ein Verlangen nach dem Guten hat. Jeder Mensch ein Verlangen nach dem Guten. Also, das lese ich jetzt bei Ellen White. Aber auch einen Hang zum Bösen. Aber das Einzige, woran Gott anknüpfen kann in unserer Seele, ist unser Wollen, unser Sehnen nach dem Guten. Das ist Gottes Wort. Einzige Chance, die er hat in meinem Leben. Mein Verlangen nach dem Guten. Weißt du nicht, der Mensch, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ja, wie hältst du es mit der Welt? Wir leben in ihr, wir leiden an ihr. Aber ganz wichtig ist, dass wir eine Beziehung zu ihr finden, weil ich bin die Welt. Die ist nicht bloß da draußen, sondern die Welt ist ja auch in mir. Ich bin ein Teil von ihr. Und sie ist Gottes Welt und ich bin Gottes Kind und Gott liebt die Welt und ich auch.
Manchmal weine ich über die Welt, manchmal bin ich traurig und wütend. Und dennoch möchte ich meinen Kindern und Enkelkindern ein positives Gefühl mitgeben, damit sie Vertrauen gewinnen und ohne Angst in dieser Welt leben können. Es ist Gottes Welt. Ich bete mit euch. Lieber Gott, wir kommen noch einmal zu dir. Du kennst unsere Gefühlslage, weißt, wie wir denken und empfinden, wie wir manchmal erschrocken sind von dem, was in dieser Welt passiert. Wie wir glauben könnten, es wird immer nur noch schlimmer. Wie wir auch manchmal wie Jona emigrieren könnten, einfach auf eine Insel der Seligen. Aber dann bist du es, der uns mahnt und der uns das Herz verändert. Und wenn du Mitleid hast mit dieser deiner Welt und wenn du Hoffnung hast für diese deine Welt, dann wollen wir das auch. Und bitte verändere da unser Herz, wenn es nötig ist, damit wir diese Einstellung, die du hast, weitergeben können.